So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Es sind ein paar Tage vergangen seit meiner letzten Aufnahme und mein Stuhl ist dreckig. Das ist also nicht, warum der Stuhl dreckig ist, sondern dass ich ein paar Tage nicht aufgenommen habe, lag daran, ich war die letzte Woche komplett beschäftigt mit meiner Seminararbeit. Da bin ich zu gar nichts gekommen. Dementsprechend tut es mir leid, aber jetzt geht's endlich weiter. Willst du... Ja, wir waren an der Stelle, wir sind in den Rose Tower gegangen. Dort befindet sich Herr Rose, der gerade Delirium versucht, von irgendwas zu überzeugen. Und ich dachte ja eigentlich, Olivia sei die Böse, aber wie es jetzt aussieht, scheint Rose hier die Fäden in der Hand zu haben. Schade. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champ solltest es wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was Sie sagen. Für mich ergibt es einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten? Als Champ sehe ich es als meine Pflicht an, morgen in diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Galar-Region und nicht zuletzt ich selbst, wir freuen uns schon so lange darauf. Dann verstehst du es immer noch nicht. Du verstehst es einfach nicht. Du verstehst mich einfach nicht. Sieh genau hin, Dilion. Das ist die Galar-Region. In 1000 Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten dieses Lichterglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt, und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alle schaffen, Delion. Das ist eigentlich ein gutes Ziel und das ist eine Zielsetzung, die ich mir auch wünschen würde von Politikern bei uns, die nicht sagen, ich habe ja nicht mehr so lange, mich interessiert das nicht. Verstehe, Liga-Präsident. Das ist es also, was uns in 1000 Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben mein Wort. Ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ Cup morgen vorbei ist. Warum gucken wir denn so böse? Den Leon. Sehe gerade, ich habe ein Käferchen in der Wohnung. Das muss ich nachher rausbringen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, weil du nicht zu unserer Verabredung aufgekreuzt bist. Dich hier zu finden war alles andere als einfach. Zum Glück hat Ness uns geholfen und Mary und Team Yell auch. Es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger wegen mir hattest, Top. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben, und stattdessen reden sie völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über das all das hier. Lasst uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenslust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Rose. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galas eingehen, so viel steht fest. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galas einzugehen. Aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang. Ja, aber er hat doch gesagt, er hilft dir. Ein Tag, wahrscheinlich sogar nur ein halber. Komm. Am Abend des nächsten Tages. Es ist soweit. Und? Hast du dich auch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Du bist Wolf, richtig? Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bring ich dich gern zum Stadion. Nee, tun Sie ja nicht so, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner, Lieberle und ich zeigen Ihnen nur zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nichts überstürzen. Ich gehöre zu den Guten. Nicht alle Angestellten der Liga folgen Olivias Befehlen blind. Ich habe natürlich gehört, was sich gestern zugetragen hat, und das tut mir alles sehr leid. Olivia würde alles für den Liga-Präsidenten tun, ohne Rücksicht auf Verluste.
Offenbar hat sie zu diesem Zweck sogar eine Gruppe von Experten aus... den Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen. Die Liga-Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. Nun gut. Klingt, als können wir ihr vertrauen, Wolf. Das würde ein Böser auch sagen. So, jetzt aber ab zum Stadion mit dir. Ich will dich endlich kämpfen sehen. Soll ich dich zum Score-Stadion bringen? Ja, bitte. Gut, dann lass uns gleich losgehen. Ich bin sehr gespannt darauf, was uns jetzt im Finalturnier erwartet. Ich kann mich nicht bewegen, weil mein Controller leer ist. Oder habe ich den einfach nie connected? Es kann sein, dass ich den Controller einfach nicht connected habe, aber ich weiß, der dazugehörige rote ist fast leer, deswegen mache ich den linken blauen jetzt auch mal weg. Ja. Ne, willst du wohl an die Switch ran? So. Wolf. Da wären wir. Im Score-Stadion, dem krassesten Stadion in Galar. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfer hinlegen, die die Welt je gesehen hat. Los, melde dich an. Lasst mich rein. Ich hause alle weg. Hallo Wolf, wir haben dich schon erwartet. Wenn du beim Vorturnier erfolgreich warst, trittst du als nächstes mit 7 Arena-Leitern zum Finalturnier an. Diesmal werden sie sich nicht zurückhalten. Wenn du es schaffst, das Turnier zu gewinnen, trittst du schließlich dem Champ gegenüber. Möchtest du den Wartebereich betreten? Ja. Gerne, hier entlang. Okay, das heißt, die Arena-Leiter haben quasi eine Sofortqualifikation fürs Finalturnier. Aber warum nur 7? Warum nicht 8? Mein Ziel? Gewinnen, würde ich sagen. Und zwar ganz ohne Dynamax. Mir geht es um die Ehre der Bewohner von Spikeford. Ich will, dass sie wieder lächeln können. Hallo, lange nicht gesehen. Unser Kampf bei der Arena-Change war nichts weiter als ein Test. Hier wird alles anders. Schluss mit Weichspieler. Jetzt wird ernst gemacht. Oh Gott. Ja, ich rede jetzt nicht nochmal mit jedem. Ja, die Eröffnungszeremonie des Turniers beginnt gleich. Bitte begib dich zum Kampfplatz, sobald du bereit bist. Möchtest du den Kampfplatz betreten? Ja. Gut, dort entlang bitte. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die alle für Stimmen hatten. Das ist der Hauptgrund. Aber die werden ja wahrscheinlich nochmal irgendwas sagen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin DeLeon, euer Champ. Und ich erlaube mir, das Wort für den Liga-Präsidenten zu ergreifen. Natürlich wünsche ich mir, dass die Trainer der Galar-Region diesen Wettbewerb gewinnen. Aber noch viel mehr will ich, dass der allerbeste Trainer unter euch mir alles abverlangt. Also dann, genug geredet. Hiermit erkläre ich das Finalturnier offiziell für eröffnet. Frage ist, wer fehlt? Das ist die wichtigere Frage. Welcher Arena-Leiter fehlt? Halt! Oh, sie fehlt. Papella fehlt. Was ist das? Ich bin Betis. Erinnern Sie sich noch an mich? Genau, der Betis, der in Schmach und Schande disqualifiziert wurde. Betis, das ist der Typ, den Liga-Präsident Rose, dem Liga-Präsident Rose persönlich eine Empfehlung geschrieben hatte. Ich habe noch eine Rechnung mit Wolf zu begleichen. Ich weiß, dass es gegen die Regeln ist, aber ich fordere, hiermit gegen ihn antreten zu dürfen. Ich verlange ein allerletztes Match, und wenn ich verliere, schwöre ich, meine Karriere als Trainer für immer zu beenden. Was sagt man dazu, meine Damen und Herren? Der kürzlich disqualifizierte Challenger Betis hat sich unbefugt auf den Platz geschlichen. Meine Damen und Herren im Stadion und zu Hause, bitte gedulden Sie sich einen Moment. Die Turnierveranstalter diskutieren hinter den Kulissen bereits, wie sie fortfahren wollen. Glaubt mir, ich weiß besser als jeder andere, wie irrsinnig diese Forderung ist, aber ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht weiter tatenlos zusehen. Seit ich dir begegnet bin, geht mein ganzes Leben den Bach runter. Erst lässt Liga-Präsident Rose mich eiskalt fallen,
Dabei habe ich nur die Befehle seiner Assistentin Olivia befolgt und die Wunschsterne gesammelt. Und dann platzt diese verrückte alte Schachtel in mein Leben und text mich von früh bis spät mit Feen-Pokémon zu. Hast du eine Ahnung, wie sie sich anfühlt, wenn man plötzlich nur noch von Pink umgeben ist? Wenn alle nur in Quizformen kommunizieren und man täglich mit Feen-Pokémon kämpfen muss? Und jetzt stehe ich hier, erzähle den ganzen peinlichen Mist auch noch ausgerechnet dir. Was ist nur aus mir geworden? Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Der Champ hat den Forderungen des Eindringlings tatsächlich stattgegeben. Er darf antreten. Was mag wohl sein Beweggrund gewesen sein? Etwa sein berühmter Traum, dass aus Gala irgendwann die Region mit den stärksten Trainern von allen werden soll? Oder wittert er hier eine Gelegenheit, das Können von Wolf zu prüfen? Mein Stolz ist noch nicht gebrochen. Alles klar, Betty. Ich meine, du kannst ja gerne Psycho-Arena draus machen. Flunkiefer, Stahlfee, ne? Gut, dass wir Kai vorne haben. Die Batterie ist leer. Ich habe ja gesagt, das ist schon so ziemlich das Ende dieser Batterie. Was jetzt passiert? Habe ich die Switch versehentlich rausgezogen? Ja. Ich habe die Switch versehentlich als ich den Controller rausgemacht habe, aus ihrer Station gezogen. Ich beobachte das Feld mal, sollte es jetzt anfangen zu laggen. Nee, es läuft noch recht flüssig. So. Sehr effektiv. Ja, komm, dann. Kai macht es. Muss er jetzt tatsächlich Feen-Pokémon benutzen? Aber er war doch immer so psycho-affin. Gardevoir. Psycho und Fee. Ja, das kommt mir ja gerade recht. Los, Konstantin. So. Dunkelklaue, los. Ab Psychokinese, da steht Konstantin einfach weg. Da steht er drüber. Los, das schaffen wir. Ich hoffe übrigens, das ist nicht zu laut, aber ich glaube, man versteht mich noch ganz gut. Galopper, das ist jetzt auch Psycho, ne? Das ist wirklich ein My Little Pony geworden. Sah nicht irgendwie die Prinzessin, Königin irgendwie auch so aus? Ich habe die mal auf dem Bild gesehen. Ich glaube es zumindest, dass die das war. Kann auch sein, dass das irgendwas anderes war. Aber hat auch was von den Philipp-Pferden, ne? Ja, das sind seine Psycho-Pokémon. Du hast die Ruhe weg. Du glaubst wohl, du hast schon gewonnen, was? Aber er sieht viel glücklicher aus jetzt. Oh, das sieht interessant aus, wie es jetzt ist. Zeigen wir ihnen ein pinkes Spektakel. Zeit für Giga-Dynamax. Das ist Simsalabim. Ich hätte vielleicht auch Giga-Dynamaxieren sollen. Silembrim. Silembrim. Okay, Silembrim. Keine Ahnung. Ja, Giga-Dynamaxiert hätte ich, glaube ich, gewonnen. Giga-Chinese, okay. Das ist heftig. Konstantin. Na warte, das böst du mir. Dorian übernimmt. So, bist du bereit? So, Betty.
Jetzt kommt meine Rache. Es sieht aus, als ob es schielt. Falls man das nicht verstanden hat, es sieht aus, als ob es schielt. Dynaschwarm, los! Aber er lächelt. Aus und vorbei. Aber immerhin konnte ich allen die Vorzüge von Feen-Pokémon zeigen. Ich habe verloren. Die Entscheidung ist gefallen. Wolf und sein überragendes Team haben Betis in die Knie gezwungen. Hey Betis, gut gekämpft. Wir wollen dein Comeback als Trainer. Gib nicht auf. Mein Comeback? Soll das ein Witz sein? Ich habe verloren und damit meine Revanche in den Sand gesetzt. Eigentlich wollte ich meine Karriere als Trainer jetzt ein für alle Mal an den Nagel hängen, um dieser alten Schachtel zu entkommen. Und jetzt wollen die plötzlich alle, dass ich Trainer bleibe? Das ist alles nur deine Schuld. Wegen dir bin ich jetzt dazu verdammt, für immer Arena-Leiter der Feen-Arena zu bleiben. Naja, wenigstens sollte es nicht allzu lange dauern, bis ich Papella übertroffen habe. Ich bin immerhin ein Naturtalent. Hören Sie das, meine Damen und Herren? Das ganze Stadion jubelt den beiden jungen Trainern zu. Was für eine Atmosphäre. Doch jetzt zieht sich Wolf für eine kurze Pause in den Wartebereich zurück, um sein Team nach diesem unerwarteten Kampf wieder aufzupäppeln. Dieser Auftritt von Bertis war sicher eine große Überraschung für dich. Wenn du bereit bist, dann begib dich jetzt bitte wieder zurück auf den Kampfplatz. Das Finalturnier geht gleich wirklich los. Bin ich wieder fit? Bin wieder fit. Der erste hat Pflanzen eingesetzt, ne? Ich denke mal, wir werden auch die Reihenfolge jetzt wieder abarbeiten. Dementsprechend gehen wir gleich aufs Ganze. Obwohl, haben wir überhaupt noch Zeit? Ne, wir haben keine Zeit mehr. Leute, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Pokémon Schwert. Bis dann, euer Wolf.